Wir melden uns ein weiteres Mal zurück hier von der World Series of Poker in Berlin. Wenn ich sage wir, meine ich eigentlich mich und Paul, aber der ist gerade nicht da. Der muss ganz, ganz spontan auf einen Auslandseinsatz. Der wird sich aber in den nächsten Tagen bei uns zurückmelden. Außerdem ging gerade hinter uns am Feature-Table auch ein Spieler verloren. Wir sind aktuell noch zu dritt. Das Bracelet wird ausgespielt. Barney Boatman ist noch dabei. Aktuell im Chip-Lead ist der polnische Spieler Grzegorz Gorchulski. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie er sich hier durchsetzen kann. Und wir schauen natürlich nochmal nach oben in das Turbo-Event. Der Weg führt mich ins Obergeschoss, denn hier läuft gerade das 1K No Limit Hold'em Bracelet Event. Wie ihr gerade sehen könnt, die Tische sind leer, es ist Pause, aber das ist natürlich eine sehr, sehr gute Situation, um unter anderem mal die Spieler, die Dealer und die Veranstalter zu befragen, ob sie denn heute Mittag zum Turnier, zum eigentlichen Turnierstart schon da waren. Die erste Frage an alle. Wart ihr heute Mittag da zum Turnierstart? Na, ich war 13 Uhr hier, ich hatte gefrühstückt und habe dann nochmal kurz einen Laptop zu Hause angemacht und habe gesehen, dass heute um 12 beginnt. Ich hatte das so im Hinterstübchen, dass es 16 Uhr auch beginnt. Bin dann schnell hergedüst, war 13 Uhr hier, waren alle Tische leer und mir wurde gesagt, wurde verschoben auf 16 Uhr. Ich bin heute hier seit 10 Uhr vormittags. Drei Turniere vorbereiten, alles herrichten und schauen, dass die Dealer eingeteilt sind und dass alles läuft. Um 12 Uhr ging der 1B nicht los. Ja, wir bekamen dann von der WSOP die Anweisung, wir müssen es auf 16 Uhr verschieben. I woke up at 6 p.m. today, so I didn't even know it started at noon. So had it started at noon, I would not have been able to register on time. But because it started at 4 p.m., I registered at 7 p.m. and now hopefully I'll win. Ich bin nicht hergekommen, um das Turnier zu spielen. Ich habe Cash Game gespielt, lief schlecht. Und habe mich dann spontan entschieden, im sechsten Level einzusteigen. Bei 15 Big Blinds. Ja. Ich habe das einfach verplant. Ich dachte sowieso, dass es um 4 anfängt. Also bin ich auch erst um 4 gekommen heute. I didn't even know there was an issue. I assumed it was 4 because yesterday's was 4. And I went to dinner with my wife and some friends and just plan on getting here a few levels late. Which obviously maybe if it started at noon, I would have missed registration, but yeah. Ich war halt um 12 hier und wir wollten das Turnier starten, aber viele haben eine Fehlinformation bekommen, weil waren nicht alle da. Halb eins und da war ich bei Starbucks und dann wurde mir gesagt, das Turnier fängt später an. Unfortunately, I got here at noon today. Kurz vor 12 bin ich hier aufgeschlagen, um das Turnier zu spielen. Ich habe dann sofort ein Ticket gekauft und 10 Minuten später sagen sie, ist nicht heute, erst um 16 Uhr. Und daran anschließend, an alle, die schon da gewesen sind, wie habt ihr euch die Zwischenzeit vertrieben? Weil um 16 Uhr ging das Turnier erst los. Dachte ich, naja, gut, so ein Mist. Bin ich dann nach Hause, nochmal ein bisschen was getrunken, geduscht, nochmal relaxed und dann wieder her zu 16 Uhr. Wir hatten andere Sachen, das ganze Administrative. Wir sind ja hier verantwortlich für die Dealer, alles einteilen, schauen, dass wir die Dealer dann richtig einteilen für 16 Uhr, weil wir doch 40 Tische herrichten mussten und so weiter. Also Arbeit genug, immer. Ich war shoppen zuerst in den Arkaden und dann Berlin Mall, ist ja viel größer, gleich um die Ecke auch. War okay, shoppen, essen und dann wieder zurück. Ich bin dann wieder nach Hause gegangen, habe mich schlafen gelegt und bin dann irgendwie jetzt so gegen 7 angekommen und läuft ganz gut bislang, ja. I went back to sleep for 4 hours and came back at 4. It was perfect for me. Na, das erste Mal in meinem Leben 5-5 Cash Game gespielt und dann haben wir das Turnier wieder reingeholt. Wie ihr gerade sehen konntet, gab es ganz unterschiedliche Aussagen von den Spielern. Manche waren schon um 12 Uhr mittags da, manche wussten gar nicht, dass es offiziell, wie ihr auf dem Turnierplan hier sehen könnt, um 12 Uhr Mittag losgeht und kamen ganz automatisch erst um 16 Uhr. Die witzigste Information habe ich allerdings von Dominik Nitsche bekommen. Der hat sich sein Turnierticket nämlich geholt und da stand 4 a.m. drauf. Das wäre quasi 4 Uhr nachts. Also mit den Startzeiten bei dem Turnier gab es auf jeden Fall einiges an Verwirrung. Ende vom Lied. Sehr, sehr viele Spieler haben den Weg hierher gefunden, um mitzuspielen. 257 Spieler an Starttag B auf jeden Fall dabei. Den konkreten Preispool werden wir nachreichen. Wir warten mal ab, wer hier alles durchkommt. Das Turnier wird noch eine ganze Weile dauern und wir melden uns dann morgen zurück. Bis dann.